Auf Iron so mit Schweiz? Die sind doch da mit ihren Alpenfestungen da. Ich weiß nicht, ich hab nicht so viele DLCs da. Hab ich doch schon mal bei einigen Streamern gesehen, wie die KI da einfach an die Schweiz, an der Schweiz scheitert. Ja gut, ich hätte schon immer noch ganz andere Dinge. Haben wir weiter vergrößert? Hm. Manufakturen können bei mir auftauchen, Aufklärung, Industrialisierung nicht. Keine Schmelzöfen. Und wer ist schuld? Ja, oder deine Kolonie verliert gerade, Delfino. Gegen die Indianer. Was? Was? Oh, kann man nichts machen. Hey, die gewinnen ja, guckt. Ach so, ja. Aber trotzdem, wie die besetzt sind, einfach von den Indianern. Ja, gut. Ich glaube, das wird noch Krieg zwischen Frankreich und England oder Großbritannien geben mit den Kolonialgebieten, ne? Ah, das passt schon. Ist jetzt nicht so, als wenn Frankreich und England Rivalen wären. Naja, Frankreich hat ja Ansprüche auf London. Na komm, gehen wir mal ein bisschen weiter über das Truppenlimit, passt schon. Mehr Kanonen braucht das Land. Junge Russland, ey. Das ist alles winzige, komische Drecksland, ey. Hormus ist ja auch groß geworden. Was? Hormus. Wird immer größer. Kann ich den nochmal behalten? Ja klar, komm. Wie lange ist der schon in der Macht? Kann man das nachschauen? Guck dir mal Hormus an, ey. Ja, ja, ich sehe schon. Man merkt so sehr, dass da hier Spanien fehlt, ist unglaublich. Boah, in der neuen Welt halt, ne? Wobei Frankreich ja richtig historisch ist, ne? Hier mit Quebec. Ich kenne auch Zivac. Boah, hat Frankreich sich gegönnt da in Nordamerika. Ja, die paar Provinzen da. Oh. Ja, noch mehr. Boah, jetzt ein Zwieback. Ne? Der Fino schickt mir mal ein Zwieback. Nein, keine Zeit. So, welche Ideen nehmen wir? Qualität würde ich sagen.
Bei Granada geht's auch nicht so gut, oder? Wieso? Da haben ganz schön viele Aufstände. Das sehe ich nicht. Das sind die deutschen Touristen. Ja. Sunnite oder Granatica? Aber die Provinzen katholisch sind. Kommen die Ming jetzt auch immer wieder her? Was soll denn das? Oh, ich kann Bayerisch fördern, geil. Fördern wir mal Bayerisch. Raus. Raus, raus. In Salzburg? Ah ne, jetzt heißt es Salisburgo. In Salisburgo kann ich das jetzt fördern. Habe ich da bald Rebellen und ich komme doch nicht hin. Scheiße. Die Helden sind unzufrieden mit hier noch. 29. Und warum sind sie alle bei dir unzufrieden? Ja, weil es irgendjemand geschwört hat. Wegen den Grünen. Oh. Warum hat Deutschland bei der EM verloren? Wegen den Grünen. Weiß ich, wegen den bunten Haaren von irgendeinem Spieler. Nein, das war wegen den Grünen. Rechtmäßig. Salisburgo war schon immer italienisch. Ja. Wer was anderes behauptet, lügt. Sagt überhaupt meine Inflation. 6,92, na ja. Das geht ja noch. Mein Kopf. Kursheim ist auch voll. Ich bin schon 18 über ein Armee-Limit. Thank you.
ich gar nicht. Jetzt habe ich Anspruch, kann aber eh nichts angreifen. Ach. Vielleicht kann ich ja nichts androhen. Nee. Ich nehme meine Kriegsdrohung nicht ernst genug. Mensch, leider auch nicht ganz. Plus Brandenburg anzugreifen. Brandenburg? Ja. Ich hab da immer noch die Koalition gegen mich. Ach so. Da muss ich ein bisschen zurückhalten jetzt. In der Regensburg reinrufen. Ich habe nämlich fast keine Ex-Einheit. Das Zeug da, weiß schon. Was kann ich noch angreifen? Was kann ich angreifen? Wirklich angreifen. Überlege, wenn die Koalition aufgelöst ist gegen Polen. Aber Moment, ich muss jemanden beleidigen. So, ich habe Delfini unterstützt, ich habe die Mamelucken beleidigt. Ja. Delfini hat minus 22, was? Delfini, was tust du? Junge, Junge, ey, die Russen werden ja auch genascht gerade hier. Guck dir was Südafrika an. Was denn? Ja, ist halt ein bisschen zu viel gewesen, ne? Die haben zu viele Truppen und so. Was ist da unten irgendwie so 70, 80, 90.000 stehen? Ja, aber die haben über 100, 120 oder was weiß ich. Das sieht man ja auch nicht, wenn man den Krieg erklärt. Ne, die hatten mehr, aber mit Portugal hatte ich mehr, aber Portugal macht ja nichts. Hast du vergessen, die Verbündeten irgendwie damit zuzurechnen, oder? Nee, Portugal macht ja nichts. Also, wahrscheinlich nicht über den Landweg kommen und Seewege, ja weißt du, die kann ich über Seewege. Ohne Portugal hatte ich weniger Truppen, das habe ich schon gesehen. Ja gut. Verbündete ohne direkte Landverbindung sind immer ein bisschen scheiße. Nicht nur ein bisschen.
Naja, vielleicht kommen sie ja noch. Sieht zwar nicht so aus. Aber hey, dank Portugal haben wir jetzt heiße Schokolade. Das verzeiht doch alles, oder? Ach, Dänemark gibt's ja auch noch auf der Insel Bornholm. Ja, solltest du mal angreifen. Russland, Alter. Alter Schwede. Guck dir mal an, wie die zerlegt werden. So schön. Gleich gibt es wieder ganz viele kleine Länder da oben wahrscheinlich. Ja. Russland wird wieder zum Fürstentum runtergestuft. Man kann nicht runtergestuft werden, oder? Wäre lustig, wenn es gehen würde. Einfach so als Demütigung. Ich dich jetzt mit reinrufe gegen Braunschweig, habe ich die Allianz auch noch gegen mich. Ne? Oder? Das ist hart, ey. Großbritannien ist auf Platz 3 und verliert gegen Swahili. Mann. Großbritannien hat auch keine Rekrutenreserve mehr. Sehr gut. Zeit für den weißen Frieden, den sie nicht annehmen werden.